Endlich ist es mal wieder soweit. Wir sind zurück bei Let's Play Anno 1404. Wir schreiben die Geschichte weiter im 15. Jahrhundert. Es hat ein bisschen gedauert, ich hatte nicht so viel Zeit. Aber dafür werden wir heute richtig, richtig viel schaffen. Hier vor Wegberg sind wir schon. Ihr produziert mehr Waren, als eure Lager fassen können. Ihr solltet die Vorratskammern vergrößern. Okay, das werden wir tun. Ja, heute in der Aufnahme. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Was mir aufgefallen ist, ich darf auf jeden Fall nicht dazwischen reden, wenn die reden oder wenn die KI-Spieler reden, weil dann versteht man mich gar nicht mehr. Also es ist unnötig, wenn ich da überhaupt was sage. Deshalb bin ich dann ganz ruhig und höre denen lieber zu. So, was haben wir denn geschafft oder so? Wir haben hier unten auf jeden Fall eine Siedlung gegründet. Ashgabat, so heißt glaube ich jede Standardsiedlung im Orient. Und hier unten haben wir sogar schon 7 Milch. Ich gehe mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Ich hoffe, das hört ihr jetzt besser. Nur die Zeit bringt Erkenntnis. Okay, aber der arbeitet schon. Jetzt habe ich gerade eben gesagt, ich will nicht reinreden. Jetzt habe ich es trotzdem gemacht. Er arbeitet schon hier unten. Eine Chance, dass er nicht mit einem stehen wird bei 5%. Ist noch nicht so ganz so schnell beim Drehen. Na gut, in dieser Aufnahme werden wir auf jeden Fall hier oben und hier unten und hier oben unsere Siedlung etwas ausbauen. Die müssten ja theoretisch auf gleichem Stand gerade sein, wenn ich das alles richtig gemacht habe. 10 Bauernhäusern. Wie viele Bauernhäuser? Oh, perfekt. Genial. Das nur haben wir auch schon. Einen Tag lang wäre ich gern so erfolgreich wie du. Ja, ich meine, wir haben immerhin schon Burger und er sagt uns jetzt schon, dass wir erfolgreicher sind. Obwohl er auch schon Burger hat. Wundert mich. Gut, wir haben natürlich jetzt auch schon 3 Siedlungen. Aber er hat hier unten, er hat auch schon eine. Und unsere Liebe. Auf die Mannschaft dieses Schiffes ist immer Verlass. Das glaube ich dir. So, eins können wir noch aufsteigen lassen, das machen wir auch, wenn wir Werkzeuge hätten. Haben wir aber nicht. Dann gehen wir gleich mal hier hoch und holen was. Ach so, was auch geil ist, ich hoffe, das ist jetzt immer noch so in der Probeaufnahme. Was heißt Probeaufnahme? 2-Minuten-Test. Habe ich den Mauscursor wieder eingestellt und ich hoffe, ihr seht ihn jetzt. Ist einfach besser, wenn ich euch was zeigen will oder so in der Stadt. Dann kann ich auch mal mit der Maus drauf zeigen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, das gibt's ja nicht. Die Dattelplantagen. Okay, schaue ich ganz kurz gleich mal vorbei. Ihr, warum könnt ihr jetzt... Achso, ihr seid nicht im Einflussbereich dieser schönen Kapelle. Okay, ich würde sagen, wir bauen nochmal einfach 3 hin. Dann machen wir das hier unten auch gleich. Wo wollen wir sie hin? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Dann machen wir gleich 4, oder? Wenn schon, denn schon. Alles klar, so, jetzt noch schön einräumen. Dann hätten wir das auch schon. Es läuft ja jetzt schon ein paar Tage, dieses Projekt, dass ich alle 2 Tage anhochlade und die anderen Tag The War Z. Mit dem musstet ihr euch ja jetzt 3 Tage lang begnügen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm, aber das macht mir persönlich richtig, richtig viel Bock, das Spiel, muss ich schon zugeben. Und die aktuelle Aufnahme ist auch richtig geil geworden. Also wir haben richtig was gefunden. Schön reinschauen immer. Aber mich interessiert natürlich eure Meinung. Wie seht ihr das? Wie findet ihr das, dass wir das jetzt so machen? Na gut, jetzt sind die natürlich nicht mehr im Einflussbereich, war ja klar. Findet ihr das gut, dass wir unterschiedliche Sachen jetzt haben? 2 verschiedene Projekte am Laufen oder nicht? Vielleicht so ein kleines Feedback nach, ich weiß ja gar nicht, wie lange wir das jetzt schon machen. Knapp 2 Wochen oder 1,5 Wochen. Würde mich mal interessieren, aber ich glaube, das kommt ganz gut an. So, okay. Haben wir unten denn schon Most hergestellt? Das haben wir doch bestimmt schon gemacht hier oben. Noch nicht. Okay, ja. Gut, dann haben wir hier. Hier hatten wir es auf jeden Fall, genau. Ne, wir müssen schon Most hergestellt haben. Genau. Wo ist denn das? Ach, das hatten wir doch hier hinten. Genau, hier ist es ja. Sehr gut. Dann werden wir jetzt erstmal... Gut, wir haben nicht so viele Steuernahmen. Dann bauen wir erstmal die Siedlung noch ein bisschen aus, wenn wir noch genug Werkzeuge hier finden. Gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts eins. Ich auch nicht. Tut mir leid, dass ich helfe euch gerne aus. Dankeschön, dass ich da eben so weggedrückt habe, mein Lieber. Bring ich mal die neuen Werkzeuge hier runter. Ja, ich weiß nicht, wir haben doch den Status schon die erreicht. Die Siedlung eines ihrer Mitspieler hat sich weiterentwickelt. Ja, die hat jetzt Patrizia erreicht. Mach mal locker, meine Liebe. Wir haben noch gar nichts hergestellt. Von den neuen Sachen Gewürze können wir unten nicht anbauen, toll. Gewürze können wir da auch nicht anbauen, toll. Gewürze können wir hier anbauen. Würde ich gerne mal schauen, ob wir da noch eine größere Insel finden würden. Vielleicht hier auch in der Nähe. Hier so oder hier so. Oh, ist so toll, dass ich das mit der Maus zeigen kann. Ja, das Spiel lädt ab und zu mal ein bisschen. Ich weiß nicht wieso. Im Hintergrund wird gerade ein anderes Video hochgeladen. Wahrscheinlich liegt es daran.
Ich hoffe, das stört euch nicht so. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommt. Aber wahrscheinlich schon. Okay, ich würde sagen, wir konzentrieren uns erstmal hier drauf. Dann würde ich hier versuchen... Haben wir hier ist schon mal Eisenerz. Gut, dann können wir mal eine Werkzeugproduktion starten. 9 Werkzeuge werden dafür nicht reichen, aber wir können ja schon mal anfangen. Haben wir denn schon irgendwo eins erschlossen, wo wir jetzt kein neues bauen müssen? Ja, hier, das passt doch, oder? Kein neues Markthaus, meine ich. 2 Steine haben wir natürlich. Noch nicht. Steine, dann beginnen wir erstmal mit der Steinproduktion. Eisen, Stein. Steine haben wir einfach da und einmal da. Na gut, dann bräuchten wir direkt ein neues... Na, weiß nicht. Wir brauchen direkt ein neues, wie heißt es dann jetzt hier? Markthaus? Egal. Passt schon. So, Steine, wo bist du denn? Ich weiß gar nicht, ob wir 2 Steinhäuser... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Okay, Holzverleute. Ach, ich wollte doch mal unten vorbeischauen, dann mache ich das ganz kurz mal. Ob wir 2 Steindinger bauen können bei einem einzigen... Ich erflehe euren Beistand. Mach das, den kriegst du auch. Ja, hier ist schon voll. Habe ich ganz vergessen. Dann können wir nämlich hier auch mal auf Verkauf. Und was wollen wir verkaufen? Ziegenmilch ist jetzt noch genug da. Mache ich mal ein bisschen weniger. Wohin geht's denn? Da oben. Ich lese ganz kurz vor. Ein Dattelbau auf Lithium Hilfe an. Seit nunmehr einer Woche ist ein Händler, der seine Ernte verschifft, überfällig. Wenn er nicht bald eintrifft, wird die ganze Ernte verrottet sein. Okay, und es gibt ein Hart am Windsegeln. Was ist denn das? Erhöht vorübergehend Geschwindigkeit eines Schiffes. Plus 30% und kann 3 Stunden. Oder 3 Minuten. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube 3 Stunden. Und 50 Ruhm, das ist fast schon wichtiger. Aber machen wir doch gerne. Das haben wir sogar hier oben noch. Hier unten. Wo ist das? Irgendwo im Orient. Schauen wir mal vorbei. Ja, hier. Boah, schönes Schiff. Dann wollen wir dem Händler auch mal helfen. Hat er nicht einen Namen? Nö, wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie die überhaupt heißen. Nomaden. Ihr wisst einiges über die Baukunst des Orients. I know. Ich bin auch sehr stolz drauf. So. Stein haben wir hier unten gebaut. Hier oben haben wir jetzt nur 4. Müsste eigentlich noch reichen für einen Stein. Metz. Den haben wir aber auch noch nicht erschlossen. Also wenn wir jetzt... Wie kostet denn so ein Steinteil? Wahrscheinlich 2. Markthaus kostet 3, ja. Dann können wir mal schon mal das Markthaus bauen, dann brauchen wir noch ein bisschen mehr. Die können uns ruhig mal zum Anfang der Folge jetzt mal ein bisschen was verkaufen, das wäre super. Ich könnte jetzt auch mal hier runterfahren, aber bis das Schiff wieder da ist. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich mach's einfach mal. Mein Hafen mag auf euch ungeschützt wirken, doch im Notfall steht mir die gesamte Flotte des Sultans zur Verfügung. Oh, hört, hört. Okay, dann können wir aber trotzdem schon mal mit der Eisenerzproduktion hier unten beginnen. Wenn ich das richtig sehe, perfekt. Wir brauchen dann eine Köhlerhütte, die können wir jetzt schon bauen. Und Eisenschmelze und Werkzeugmacherei, die können wir leider jetzt noch nicht bauen. So, Köhlerhütte bauen wir mal da hin. Ist ja auch nicht so wichtig jetzt. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit ihr auch ein bisschen was von dem Spiel seht hier. Und hier hinten. Zack. So gut, dann kommen hier noch irgendwo die Eisenschmelze hin und so. Da brauchen wir auch noch ein bisschen Werkzeug. Ihr kennt das Gelaber ja. Ist am Anfang immer ein bisschen schwierig, weil man eben dieses Werkzeug nicht hat, was man braucht. So, unser Auftrag wird gemacht. Die hat jetzt schon Patricia. Wir schauen... Alter Schwede. Sag mal, das ist jetzt hier die, was weiß ich, 6. Folge. Ja, müsste die 6. sein und ohne die hat schon... Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen Auftrag nicht erfüllen. Sehr gut. Und da müssen wir jetzt, was ganz Tolles... Wir müssen jetzt in unserer Siedlung einen Assassinen finden. Super, dass ich den Mauscursor wieder zeigen kann. So, meine dann gehen wir runter. Bitte, habt ihr sie wirklich erfüllt? Gut, dann machen wir das eben davor. Wir haben sie wirklich erfüllt, Allah, ja. Allah möge euch für eure Hilfe segnen. Dich auch, mein Freund. Nein, jetzt ist es... Ist das schon aktiviert? Will ich jetzt nicht aktivieren. Okay, das können wir ganz ehrlich... Ich glaube, das verkaufen wir sogar mal für ein bisschen rum. So, den Assassinen. Der wird ein bisschen blau angezeigt. Also einer dieser Figuren, die hier ist. Oh, jetzt ruckelt es ganz und ich hoffe, mein Gott, dass ihr das nicht seht. Okay, ich sehe ihn noch nicht. Wenn ihr ihn seht, aufschreien, bitte. Hat er sich gerade irgendwo versteckt oder was? Man kann so ein bisschen an dem roten Punkt sich orientieren.
der auf der Karte aufleuchtet. Ach, da ist er. Seht ihr? Assassine. Sie haben die gesuchte Person gefunden. Gut, die haben wir gefunden. Also hier bittet sie um einen Assassinen auszuliefern, der in ihrer Siedlung gesichtet wurde. Der Finsterling wird seit Tagen gesucht und soll für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Ach du Scheiße, auch noch ein Verbrecher. Ich dachte, der soll jetzt, was weiß ich, in Kampf ziehen oder so. Die eine Fischhütte arbeitet auch schon nicht mehr. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Ja, wir müssen uns ja echt beeilen hier. Was hat die und die schon? Mach mal bitte ganz ruhig, ja, Helena? Ich hätte auch gern auch noch irgendwann eine Insel abgehabt.